Ja, ist das vor einer Woche beim Göpfinal das vorläufig letzte Spiel für IB gewesen? Das werden wir sehen, aber was ich kann sagen ist, dass ich und auch IB mit dem Wusch und mit dem Steve immer im offenen und ehrlichen Austausch sind. Eine Woche ist es jetzt genau her seit dem Göpp-Sieg. Ich nehme an, Sie haben etwa ein bisschen Applaus gehört in den letzten Tagen. Ja, auf jeden Fall. Es war sicher eine turbulente Woche. Man hat versucht, noch ein bisschen, ja, zu reflektieren, die aufregende Saison mit vielen Highlights. Aber es war wirklich, ja, unglaublich. Und, ja, es macht Spass, es kann so weitergehen. Sind Sie auch schon zum Geniessen gekommen, zum irgendwie aufsaugen? Ja, noch nicht ganz. Ich habe jetzt 4 Tage frei und bin ehrlich, am Freitag schon wieder eingerückt in die Nazi, die 21 Nazi. Habe gestern wieder einen freien Tag bekommen, bis mit dem Montag. Und dann geht es schon wieder weiter ins Zillertal. Aber ja, für das trainiere ich ja das ganze Jahr und dann freue ich mich auf die nächste Kampagne mit der U21. Für das und für all die Pokale. Ich habe es gesagt, vor einer Woche der Göpp-Sieg, 4 Wochen vorher der Meister. Wie schafft man das überhaupt, denn nochmal auf so einen Göpp-Final den Fokus irgendwie wieder zu finden, wenn man ja hoffentlich schon richtig den Meistertitel gefeiert hat? Ja, ich glaube, wir haben sicherlich 1-2 Wochen gebraucht, zum Feiern, zum Geniessen. Das hat man auch gemerkt in den Spielen. Ich glaube, wir waren nicht immer auf Top-Level gewesen. Aber es ist schon völlig normal, dass ein kleiner Leistungsabfall kommt. Wenn der ganze Druck, den man die ganze Saison hat, endlich mal abgeht. Man hat den Meistertitel, man hat den Pokal. Und ich glaube, nach 2 Wochen vor dem Pokal haben wir noch einmal alles hochfahren können. Wir haben wirklich noch einmal hart trainiert. Wir probieren den Fokus noch einmal wirklich auf das Spiel zu legen. Ich will das heutige Gespräch natürlich nutzen, dass man Sie ein bisschen besser kennenlernen könnte. Wie würden Sie sich selber auf dem Platz als Fußballer beschreiben? Ja, ich glaube, einer, der für das Team alles gibt, der vorne hilft, hinten hilft, eigentlich ein bisschen überall. Und ich probiere wirklich, am Team zu helfen mit meinen Stärken. Sei es bei den Standards im offensiven Bereich, wenn ich mal einen schönen Pass machen kann oder vielleicht sogar ein Goal. Und ich bin wirklich sehr mannschaftsdienlich. Das tönt top seriös. Ich habe in meiner Recherche aber auch etwa mal das Wort Schlitzohr gefunden. Ja, das ist so. Ich mache ab und zu gerne einen Spruch. Ja, manchmal sogar vielleicht während dem Spiel, wenn es eine Pause gibt. Ich glaube, es gehört auch dazu. Man muss auch manchmal ein bisschen relaxed sein. Aber sicherlich immer im richtigen Moment und nicht, wenn es ernste Situationen gibt. Wann ist der richtige Moment? Das stelle ich mir jetzt noch schwierig vor. Spüren Sie das immer so, jetzt brauchen Sie irgendwie Teamkollegen? Oder wie entscheiden Sie das? Ja, ich glaube, als Beispiel, wenn wir im Training irgendwie eine Go-Abschlussübung machen und irgendjemand schießt 10 Meter drüber, dann kommt und von paar Spielern einen Spruch und da ist die Stimmung sicher ein bisschen aufgelockert. Und wir haben wirklich einen super Teamzusammenhalt und der macht gegen jeden Mal einen Spruch und muss auch einstecken. Da hört man auch schon ein bisschen etwas über Sie persönlich aus. Wechseln wir doch vom Spielfeld ins Privatleben. Wie würden Sie sich dort als Typ beschreiben? Ja, ich glaube, aus ruhiger Typ, aber der gerne Sachen unternimmt mit der Freundin, mit der Familie und auch mit den Kollegen. Ja, ich probiere wirklich Zeit zu nutzen, um mal vom Fußball wegzukommen, dass ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann und auch unternehmen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht immer voll fokussiert ist und immer nur an Fußball denkt, weil es ist schon ein Privatleben, das mir wichtig ist. Wenn Sie sagen, vom Fußball wegkommen, was steht denn zuoberst auf der Liste bei Ihnen? Wirklich ehrlich, vor allem Zeit mit der Familie zu verbringen. Mit meiner Mami, mit meiner Schwester, die gerade 2 Kinder, oder besser gesagt, das 2. Kind bekommen. Und da kann man Zeit wirklich sehr gut verbringen. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit reisen, wie ist damals die Liebe zum Fußball entstanden? Beim vielleicht noch ganz kleinen Fabian Rieder? Ja, ich glaube, mein Papi hat schon Schuhe gekauft, bevor ich auf der Welt war. meine Mami hat dann immer gesagt, ja, was ist, wenn er irgendetwas anderes machen will. Aber es hat sich, glaube ich, sehr schnell herausgestellt, dass ich mich für den Fußball interessiere. Ich glaube, kaum als ich laufen konnte, habe ich viel geschootet. Und als wir zu Kopien gewohnt haben, bin ich eigentlich 200 Meter weg vom Fußballplatz. Und eigentlich immer, wenn ich die Hausaufgaben fertig gemacht habe, bin ich geschootet. Ja, und vom Koppiger SV ist er zum FC Solothurn. Dort haben Sie von der U10 bis zur U15 gespielt. Wir wagen eine kleine Reise in die Vergangenheit. Spurensuche auf der Sportanlage des FC Solothurn. Hier ist Fabian Rieder fußballerisch groß geworden. Seine ehemaligen Juniorentrainer erinnern sich.
Er hat sehr viel verlangt bei mir als Trainer. Er hat jedes Training besser werden und hat auch sehr viel gefragt, was kann ich noch besser machen, auf was kommt es darauf ab. Also, er war ein Spieler, der sich in diesem Alter außerordentlich interessiert, jede Einheit etwas zu lernen. Die grösste Qualität des Fabio ist als Junior, dass er nicht nur sich selber besser gemacht hat, sondern er hat auch seine Mitspieler besser gemacht. Durch seine Haltung, durch sein Vorabgehen, durch sein Ziehen im Team. Und das war natürlich immer gewesen, bis in die U15. Also solange er bei uns war, war er genau in diesem Bereich top gewesen. Janu Losli in Rot, heute Stammspieler in der ersten Mannschaft des FC Solothurn, spielte einst von der U12 bis zur U15 mit Fabian Rieder zusammen. Unvergessen die gemeinsame Münchenreise inklusive Apfelsaft. Auch Fabians linker Fuß hat Eindruck hinterlassen. Er hat bei uns immer jeden Standard geschossen, jeden Freistoß, jeden Eckball, jeden Penalty. Und ja, das ist, da haben wir aber nur staunen. Wenn es um 16er war, haben wir eigentlich schon an die Mittellinie wieder anstehen. Fabian Rieder schaut sich das Spiel seines ehemaligen Teamkollegen auf der Tribüne an. Er ist bis heute eng mit dem FC Solothurn verbunden. Das gilt auch für Rieders Mutter Sandra Meneghini Rieder, welche die Fußballbegeisterung von Klein Fabian schon früh bemerkte. Spielplätze handeln hat ihn nicht interessiert, einfach vor allem schutten. Also schon wirklich als kaum hätte er laufen. Doch an die grosse Karriere glaubte sie lange nicht. In allen Infos, die man bekommt, heisst ja, es ist einer von 10'000 in diesem Jahrgang. Oder, ja. Und von dem her hatte ich immer das Gefühl, der Fabian wird das nicht sein. Doch, doch. Klein Fabian hat es geschafft. Und wie? Ja, da sitzen sie auf der Tribüne, schauen das Spiel vom FC Solothurn, anstatt in dieser Woche Ferien, wie vielleicht andere Kollegen, auf Dubai in die Ferien. Warum? Ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der unnötig jetzt irgendwo her muss gehen für die 4 Tage, die man frei bekommt. Ich glaube, man kann die Zeit hier wirklich in der Schweiz geniessen. Ich muss ehrlich gestehen, ich war noch 2 Tage mit der Freundin in Milano. Ich konnte dort wirklich gut abschalten. Ich bin auch nahe der Schweiz mit dem Zug 3 Stunden. Und ja, ich bin wirklich der Typ, der es gerne genießt und nicht unbedingt wirklich noch neu her muss stressen. Reden wir über die Verbindung zu dem Club, zu dem FC Solothurn. Was bedeutet der Ihnen? Ja, sehr viel. Ich bin mit 10 dorthin gewechselt und habe wirklich viel Zeit dort verbracht, habe viele Kollegen gehabt und glaube wirklich sehr viele schöne Momente. Und auch in der schwierigen Zeit, die ich hatte, sind viele Leute dort für mich da gewesen, sind zu mir gestanden, haben mich unterstützt und das bedeutet mir wirklich sehr viel und darum gehe ich immer noch gerne dorthin spielen schauen. Sie sprechen an, dass Sie Ihren Papi sehr früh verloren haben. Ist da gerade nachher so ein Club eigentlich ein familiäres Umfeld? Was haben Sie vielleicht dort bekommen, wo Sie heute rückblickend sehr dankbar dafür sind? Ja, ich glaube, sehr viel Unterstützung. Sei das vom Trainer, von den Mitspielern, sogar von den Eltern der Mitspieler. Ich glaube, wir waren wirklich wie eine ganz grosse Familie. Es haben uns alle miteinander gut gehabt. Und so etwas finde ich jetzt auch momentan bei IB vor. Ist, glaube wirklich sehr ähnlich, halt in einem grösseren Ausmaß. Aber ich fühle mich wirklich sehr wohl und bin für alles dankbar, was ich dort im FC Solothurn erleben konnte und was sie für mich da waren. Wenn Sie jetzt zurückschauen, wie sehr hat Sie so einen Schicksalsschlag als kleiner Bub prägt, vielleicht auch auf dem Fußballplatz? Ja, ich glaube sehr fest. Man muss natürlich auch Verantwortung übernehmen, ist mit etwas konfrontiert, wo man eigentlich nie damit rechnet. Aber ich muss auch klar sagen, dass meine Kindheit wirklich sehr schön war. Ich habe mit meiner Mami, die immer für mich da war, meine Familie, meine Schwester. Und von dem her würde ich sagen, dass ich wirklich keine schlechte Kindheit hatte. Es ist halt einfach der Schicksalsschlag, aber ich habe gelernt, mit dem umzugehen. Und ich glaube auch, heutzutage kann ich etwas aus dem herausnehmen. Vielleicht ein bisschen fortgeschrittener in meinem Alter, was Persönlichkeit antrifft. Und ich glaube, es hat mir sicher auch der geholfen. Kommen wir zu einer weiteren Eigenschaft, der Ehrgeiz. Da sprechen vor allem Trainer aus allen Stufen bei Ihnen an. Steht der Ihnen manchmal auch ein bisschen im Weg oder treibt der Sie einfach wahnsinnig an? Ja, ich glaube, es ist besser, wenn man zu viel Ehrgeiz hat als zu wenig. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich kein Spiel kann verlieren. Es gibt es im Training, da werde ich immer sehr hässig. Bei IB sagen sie mir zum Teil «Hässeli-Benz», weil ich wirklich verlieren kann und sehr hässig werde. Aber es ist sicherlich eine gute Eigenschaft. Aber ich muss so sagen, dass ich
dass zum Teil auch im Weg stand, vor allem am Anfang meiner Profikarriere, dass ich zum Teil zu viel nachgedacht habe, wenn ich mal ein schlechtes Match hatte. Aber jetzt gelernt, ja, mit dem umzugehen, ist sicher auch ein Prozess, den man durchmachen muss. Aber mittlerweile ist es wirklich ziemlich ausgewogen. Und man muss sagen, ja, eben, es ist ja ein kleiner Teil, weil es wird gerade bei IB auch wirklich ein Haufen geschwärmt. Er ist sehr ein anständiger junger Mann. Sicherlich von seiner Mutter extrem viel Werte mit auf den Weg bekommen, ja, was den Umgang mit ihm extrem einfach machen. Was er gleich hat, ist aber eine gute Frechheit. Also er ist ein Schlitzohr, ist immer ständig unterwegs, ist Box-to-Box, gut in den Duell, gewinnt viele wichtige Duell für die Mannschaft und ist sicher jetzt im Verlauf von dieser Saison wirklich so ein bisschen zum Herzstück unserer Mannschaft auf dem Platz geworden, im Zentrum des Spielfelds und ja, so ein bisschen der Taktgeber gewesen. Er hat die Winnermentalität, war immer Captain gewesen in allen Juniorenmannschaften. Ich bin überzeugt, dass er irgendwann wieder in ihrer Mannschaft wird Captain sein wird. Vielleicht traue ich mal zur Schweizer Nationalmannschaft, nicht jetzt in den nächsten Jahren. Aber er bringt alles mit, um in der Nationalmannschaft Captain-Binde zu tragen. Ein Ritterschlag von Christoph Speicher. Sie könnten sehr gut mal Captain der A-Nationalmannschaft sein. Ja, das ehrt mich natürlich sehr fest, wenn es der Wusch über mir sagt. Ja, er hat mir wirklich auch sehr geholfen auf meinem Weg. Aber gleich ist noch sehr viel Arbeit vor dem, wenn das mal so passieren sollte. Das ist sicherlich nicht mein Ziel in den nächsten Jahren. Ich probiere mich wirklich auf mich selber zu konzentrieren und mich Woche für Woche zu verbessern. Apropos A-Nazi, sie sind im Moment nicht in der A-Nazi, eben nicht eingerückt, weil sie eben in der U21 momentan unterwegs sind. In ein paar Tagen geht es an die EM zu Rumänien. Mögen sie überhaupt noch? Ja, auf jeden Fall. Klar bin ich auch ein bisschen müde nach dieser langen Saison mit Meisterschaftscup und natürlich auch WM. Aber ja, ich freue mich wirklich unglaublich. Wir haben ein sehr gutes Team. Unter anderem Einzelspieler, aber auch das Team selber. Jeder versteht sich mit jedem. Es ist so ein ähnliches Umfeld wie bei IB. Wir harmonieren wirklich super und haben natürlich auch gewisse Ambitionen für das Turnier und möchten so gut wie möglich abschneiden dort. Sie sprechen die Ziele an. Olympia-Qualifikation für 2024. Paris ist natürlich das, was man sich wünscht. Wo sehen Sie Ihre Rolle in dieser U21? Wie können Sie helfen? Ja, ich sehe mich sicherlich als Führungsspieler. Wir probieren die Erfahrungen, die wir mitnehmen können, von A-Nazi und natürlich auch von IB an den Zusammenzug mitzunehmen. Und natürlich den anderen Spielern zu helfen und sicherlich auch mit der Leistung voranzugehen, dass wir da eine gute Kampagne spielen können. Ja, da freue ich mich, dass wir jetzt natürlich aber auch noch schnell über die A-Nazi reden können, die im Moment das Locarno Zusammenzug hat wegen zwei EM-Quali-Spiel. Guten Abend, Jan Sommer. Guten Abend miteinander. Ein Nazi-Zusammenzug ohne den Fabian Rieder. Vermissen Sie ihn wenigstens ein bisschen? Auf jeden Fall. Ciao, Fabi. Auf jeden Fall. Er ist natürlich mit seiner Art eine Bereicherung für die Nazi. Aber es ist ja gut, dass er jetzt mit der 21 an die EM mitgeht und dort hoffentlich sehr erfolgreich ist. Ja, dann reden wir doch schnell über Sie. Sie haben eine turbulente Woche hinter sich. Da kommt ja wahrscheinlich so ein Zusammenzug im wunderschönen Tessin gerade richtig entspannt. Ja, das ist so, ja. Es sind intensive 4 Monate für mich, aber sehr lehrreich. Und am Schluss ja auch doch trotzdem sehr erfolgreich mit dem Meistertitel. Also, und jetzt werden wir die Nazi-Periode hoffentlich sehr erfolgreich gestartet. Und dann freue ich mich dann aber auch auf ein paar Tage sehr, sehr erholsame Ferien. Sie sprechen den Showdown bei Bayern München an. Jetzt geht es am Freitag gegen so einen vermeintlich kleinen Gegner wie Andorra in einer EM-Quali. Wie tut man da vielleicht den Fokus wieder richtig setzen? Oh, das ist relativ einfach. Ich meine, wir haben ja jetzt ein paar Tage, um so ankommen im Nazi-Camp, so mit den Jungs wieder zusammen zu sein. Wir haben jetzt die letzten 2 Tage auch noch sehr moderat trainiert und jetzt langsam steigern wir. Wenn es näher an den Match geht, steigern wir so die Intensität und auch die Konzentration und den Fokus wieder voll auf die 2 Spiele oder jetzt auf das 1. Spiel. Und das kommt dann automatisch. Ich meine, wir haben ein grosses Ziel vor Augen mit der Qualifikation für die Europameisterschaft nächstes Jahr. Und darum werden wir uns sehr, sehr gut vorbereiten auf Andorra. Eben am Freitag Andorra, am Montag dann Rumänien. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, also 2 Siege sind Pflicht.
Ja, auf jeden Fall das Ziel, natürlich. Klar, wir wollen so weitermachen, wie wir, jetzt, wie wir die letzten zwei Spiele bestritten haben. Und jetzt werden wir uns, wie gesagt, sehr, sehr gut auf Andorra vorbereiten und probieren, ja, zwei Siege zu holen auf dem Weg zu dieser Qualifikation. Jan Sommer, Sie wissen, was ich als Journalistin zum Schluss noch muss fragen. Wie geht es weiter bei Bayern München? Also, Sie müssen nicht. Ich würde aber auch sehr gerne mehr wissen. Das habe ich schon, das merke ich. Ich kann Ihnen da wirklich noch keine Antwort geben. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern München. Und wie gesagt, ich bin jetzt aus einer sehr, sehr intensiven Phase rausgekommen mit dem Meistertitel am Schluss. Ich bin jetzt in der Nationalmannschaft, freue mich sehr auf die zwei Spiele und dann auf die erholsamen Ferien. Und natürlich werde ich mir meine Gedanken machen für die Zukunft und ich werde natürlich auch Gespräche führen. Und absolut. Aber ich bin unter Vertrag beim FC Bayern München und ja, das ist auch eine gute Sache. Ja, dann wünschen wir doch ganz viel Glück für die beiden EM-Quali-Spiele und merci vielmals für die Zeit, Jan Sommer. Sehr gerne. Ja. Fabian Rieder, wenn Sie gut aufgepasst haben, dann wissen Sie auch, welche Frage ich Ihnen jetzt stellen muss. Ja, die gleiche wie am Jan. Ja, ist das vor einer Woche beim Göpfinal das vorläufig letzte Spiel für IB gewesen? Das werden wir sehen, aber was ich kann sagen ist, dass ich und auch IB mit dem Busch und mit dem Steve immer im offenen und ehrlichen Austausch sind. Momentan habe ich noch Vertrag bis 2025 und was die nächste Zeit wird bringen, werden wir sehen, aber jetzt gibt es sicher noch vor Fokus auf die U21-Kampagne. Ich weiss aber, Sie haben ja schon etwa gesagt, Träume dürfen wir ja von der Bundesliga zum Beispiel. Warum oder was sagen Sie, würde mich Richtung Norden locken? Ja, ich glaube, es gibt sicher auch noch andere Ligen als Bundesliga, wie Premier League oder Serie A. Aber ich glaube, so die Bundesliga ist halt vom Nächsten oder von Sprache her am Nächsten zu mir und so ein bisschen von Mentalität und sicherlich auch ein bisschen vom Spielstil von Super League. Klar, alles noch eine Liga höher. Aber ja, es würde mich sicherlich reizen, dort mal zu spielen und aufzulaufen. Und sonst zurück zum FC Solothurn? Ja, wieso nicht? Ja, also so wie Sie geredet haben, ist ja das schon auch ein Herzensclub. Definitiv, aber zuerst möchte ich meine Karriere noch im Ausland fortführen. Dann habe ich doch noch etwas aus Ihnen rausgebracht, wenn wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, ganz allgemein. Was wünschen Sie sich einfach aus tiefstem Herzen für die sportliche Karriere, die ja mit 21 wirklich noch vor Ihnen liegt? Ja, ich glaube, ich habe wirklich noch sehr viel vor mir. Ich bin erst 21 und dann wünsche ich mir wirklich, dass alles super läuft, dass ich keine Verletzungen habe und dass ich meinen Weg so weiterführen kann, wie er bis jetzt ist gelaufen. Dann wünschen wir jetzt das erste Mal viel Erfolg an der EM und merci vielmals für den Besuch, Fabian Rieder. Ja.